Ja, hallo, willkommen, mein Name ist AniuLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Lecker Specker Meierlock. In der letzten Folge haben wir die Bowlingbahn hinter uns gelassen, sind mit dem Striker hier rausgegangen, den ich immer noch mit habe. Und ja, ich bin ins Commonwealth zurückgegangen, habe ein paar Sachen eingelagert, habe jetzt nur noch die Hälfte an Klamotten jetzt dabei. Ich habe noch ein paar Vorkriegsgeld Dinger mitgenommen, so 200 hatte ich glaube ich noch zu Hause. Und ja, ich würde sagen, am Ende, Frische Lieferung. Was wenn wir für hier ein mit allem fertig Angebot. sind, werde ich mal versuchen, wenn er bis dahin noch mehr Vorkriegsgeld und so bestimmt finden, ne? Bis dahin werde ich das alles sammeln und dann für diesen Typen ausgeben, ja, damit ich den seinen Helm bekommen kann. Ja, gut, ne? Und ja, wir sind noch mitten in ein, zwei Missionen. So sieht mein Equipment im Moment aus. Ich habe 6 Waffen. Das Schwert, mein Lasergewehr, meine Shotgun, meine Pistole, mein Scharfschützengewehr und den Striker. Ich habe den Fatman zu Hause gelassen, was vielleicht oder vielleicht auch nicht gut ausgehen wird hier, aber was soll's. Ich nehme mal an, wir machen. Also, okay. Wo? Zeigst du jetzt auf mich die ganze Zeit, weil ich die dabei habe, oder wie? Ich glaube ja, ne? Ja, okay. Tut mich voll irreführen. Ich habe zu Hause noch kurz geduscht, damit meine Strahlung weggeht. Und jetzt habe ich wieder null Strahlung und ja, jetzt habe ich wieder Strahlung. Und ja, gucken wir mal. Natürlich mit dem Ding hier kämpfen. Ich brauche keine Munition, weil ich mal wieder meine Bohnenkugeln zurückbekomme. Sehr gut. Ist eine Waffe nach meinem Geschmack. Eine, die produktiv ist. So. Ausgerechnet hier mitten in der Einöde. Ich nehme mal an, die Dinger saugen den Nebel auf. Oder? Ich habe keine Ahnung. Dann müsste ich wissen, was der allgemeine Begriff für Kondensator ist. Ja. Da ist der Kondensator. Und zack. Oh, erledigt. Kehrt zu Captain Avery zurück. Wenn ich schon mal hier bin, mache ich natürlich noch den Rest. Aber der Rest ist alles so weit entfernt. Dann gehen wir zurück. Hallo? Für euch möchte ich nicht das Ding benutzen. Hi, was geht? Nur noch ein Weichpanzertyp. Schlitz, sehr gut. Mal zum, habe ich den sein Gesicht abgehackt oder was war das? Warum nicht? Die brauchen das eh nicht mehr. Wo ist jetzt weiter? Hier war noch einer. Da. Ah. Oh, sehr gut. Also er meldet sich seit 100 Parts nicht mehr, ne? Und jetzt wieder direkt zweimal auftauchen. Oh mein Gott. Ja, rennen wir einfach zu den anderen Dingern und was hier? So, Wassergeneratoren. Überall sind so Generatoren. Ich weiß nicht, ob man die an- oder ausmachen kann. In den meisten Fällen. Wir haben von irgendwo hin und erkunden alles, was auf dem Weg ist. Da ist ein Sumpf im Weg. Den erkunden wir doch mal. Zeig mal. Ich weiß nicht, ob ich die wieder aufnehmen sollte. Bin ja schon wieder voll. Alles
so schön eingeordnet wieder bei mir zu Hause. 5 Minuten wieder hier und ich werde vollgepackt sein. Oh mein Gott, ist das hier. Auflösung geht voll im Bach runter. Ich hab das Gefühl. Ich bin bis auf die Knochen durchgefroren. So oft draußen im Nebel geschlafen. Du bist mir vielleicht ein Abenteurer. Pass auf, da draußen ist gefährlich. Nichts für Warmduscher. Wir warten nochmal in unserer ersten Begegnung. Kollege. So, wo bin ich jetzt hier? Ah, okay. Gehen wir zurück zu den Typen oder Typinnen oder was auch immer. Geben die Mission ab. Etwas mehr Durchblick haben. Oh Gott. Ja, richtig? Ja. Also, na bitte, lass da nochmal vor hingehen. Hui. Hey, Emma. Ich denke, ich bin einen Schritt voraus. So, ich tun ja nur viel Gude auftauchen. Macht irgendwie voll einfach. Nein. Noch gleich mal mitnehmen. Ey. Skate. Geschafft. Ja, Focky ist Geld, sehr gut. Immer mehr Focky ist Geld. Am Ende werde ich mehr Dinge leisten können, ohne irgendwie was zu verbrauchen. Werde schon sehen. Er denkt sich so, nee, da springe ich nicht runter, ich gehe lieber rum. Schleichangriff klappt sowieso nie. Zack. Gut. Ist hier schön. Warum mache ich nie einen kritischen Treffer? Ja, und der hat man das Schleichen-Skill. Im Spiel macht sowieso irgendwie keinen Sinn. Ich habe schon ganz viele Dinge hier. Okay. Ich habe schon so viele Magazine gefunden, die meinen schlechten Skill noch verbessern. Aber trotzdem, jedes Mal, wenn ich versuche zu schleichen, hören mich die Gegner sowieso immer. Egal wie vorsichtig ich bin. Also irgendwie klappt das nicht so. Gut. Dann kommt ihr her und gebt mir Belohnungen. Am besten wäre es noch, wenn ihr mir Erfahrungspunkte gebt, damit ich mir ein Level Up jetzt hier genehmigen kann. Ich weiß ja auch wieder, was ich jetzt hier nehme. Lupenz. Die Nebelkondensatoren funktionieren wieder. Was? Wer ist da? Wer spricht da mit mir? Bist du was, Gott? Lass dir noch mehr Zeit, danke. Gut. Unsere Wasservorräte gingen schon zur Neige. Keine Ahnung, wie lange wir durchgehalten hätten. Hast du Howard gefunden? Ja. Er hat es nicht geschafft. Ich hätte ihn niemals allein gehen lassen sollen. Wie gesagt, Bezahlung gibt's auch. 200 Kronkorken sollten reichen. Captain,
Niemand wird dir helfen, wenn du nicht angemessen bezahlen willst. Sehe ich etwa reich aus? Ach Mann, hat er sonst auch immer geklappt. Hier, deine Bezahlung. Ich muss Vorbereitungen wegen Howard treffen, also verabschiede ich mich. Hat aber keine Konsequenzen, also. Ey, Jungs. Ja, ich weiß auch, was ich auflevel. Wir machen weiter. Hier Wahrnehmung. Lass mal kurz gucken. Ich habe überall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, 6. Also 3, 4, 5, 6, ja. Ich habe überall mindestens 6. Dann habe ich 5. Habe ich 6. Nee, da habe ich 5. Was? Keine Ahnung. Jedenfalls, ich möchte den Skill haben. Refraktor. Du reflektierst ja wieder ein Spiegel, du hältst sofort plus 10 Resistenz. Wenn ich das habe, dann bin ich auch noch gegen Laserstein und also was gewappnet. Also, Bams, Wahrnehmung. Hoho! 7. Im Moment habe ich 150, okay. Und dann kann ich absolut sicher gehen, dass ich nicht so schnell kaputt gehe. So, was machen wir jetzt? Wir machen blutige Flut, Nebelkriecher, beschaffe das Werkzeug. Ist am nächsten gar nichts. Kann mich auch mal teleportieren, das wäre vielleicht mal eine Idee. Ja, mal ein. Kann ich mal kurz was trinken? Bitte hat aufgehört. Alles ist okay. Gut. 64, meine Güte. Ist schon ein bisschen extrem, finde ich. Und trotzdem kriegt man auf Phrase die meiste Zeit. Was soll's? Das ist ein Flugzeug oder ein Landeplatz, irgendwas. Ja, nein. Ich mag Flugzeuge. War ich hier schon mal? Oh, ich kann im Zelt schlafen? Cool. Krieg ich gut ausgeruht, Bonusse? Nee. Gleich bin ich wieder ganz voll. Bruder, da. Das ist eine Höhle? Oder was soll das sein? Geh mal zu eins von denen. Was auch immer näher ist. Das ist nicht gut. Was haben wir denn da? Ein Landeplatz oder ein Flugzeug? Nee. Komm schon. Es ist ein Flugzeug. Horizontflug 1207. Kohle, Meyerlurks. Habe ich überhaupt schon Supermutanten getroffen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir könnten Supermutanten sein. Solche Töpfe sind meistens bei Supermutanten. Komm raus, Fremder. Das muss nicht unschön werden. Okay, Ericsson. Longfellow, du lebst noch. Sag deinem Freund, dass er rauskommen soll. Hallo? Bist du denn? Was wolltest du da oben in meinem Lager? Du bist ein Supermutant? Komisch, dass du mich nicht angegriffen hast. Tja,
Vielleicht solltest du keine so voreiligen Schlüsse ziehen. Also, ich will keinen Ärger. Ich habe mich von der Gruppe getrennt, mit der ich hergekommen bin. Ich hab die Dinge einfach anders gesehen, als wir herkamen, und hab's nicht mehr ausgehalten, wie die anderen Supermutanten sich aufführten. Ich bleib hier oben und trainiere meine Hunde. Ab und zu handle ich auch. Hallo? Also mit denen, die nicht auf mich schießen. Das muss bei uns ja nicht anders laufen. Komm hoch, wenn du möchtest. Okay. Ich bin schon längst hier. Ja, ihr seid in Ordnung. Longfellow, schön, dass du noch aktiv bist. Wirkst du für ihn? Tut mir leid, dass ich die Waffe auf dich gerichtet habe. Welche Waffe? Aber ich werde nervös, wenn jemand meine Hunde... Kannst du mal stehen bleiben? Willst du handeln? Ja, wenn du mal an einem Ort stehen bleibst. An einem Handel? Vielleicht... Schon 16 Minuten, was? Noch ein Fleischhaken, super. Von deiner Zündung, dann kriegst du da wieder auf. 255 kostet der aber nur. Teddy wäre ganz wichtig. Ja, komm, gib mir das. Kannst du für Splittergranaten von mir haben? Plasmagranaten, Molotow-Cocktail und das da. Ja, nimm das. Hast du Hunger? Hier, nimm. Okay, danke. Warum hast du die Menschen nicht, so wie der Rest deiner Art? Mir wurde so vieles klarer, als wir herkamen. Wer weiß, vielleicht ist es der Nebel. Ich sehe einfach keinen Sinn darin, sich gegenseitig umzubringen. Hast du diese Hunde abgerichtet? Ja, als Wachhunde. Aber man kann nicht alle trainieren. Die meisten tritt man. Oder man schießt auf sie. Ich kann mich aber immer nur um ein paar kümmern. Solange ich kein neues Zuhause für einen finde, kann ich also keinen mehr aufnehmen. Du lebst hier draußen ganz allein? Meine Leute sind meist dumme Grobiane. Hab mit ein paar Leuten in Far Harbor gehandelt, aber die verlassen die Siedlung nicht mehr oft. Die anderen Leute auf der Insel sind schlimmer. Irgendwelche Tipps zur Insel? Am Südzipfel der Insel steht ein Leuchtturm. Da wohnt eine große Fallenstellerfamilie. Ich würde gerne einen deiner Wachhunde kaufen. Welchen willst du? Keine Ahnung. Ich habe es mir anders überlegt. Ich will keinen Hund. Ich kann schon so keine Hunde leiden. Also. Außerdem habe ich schon zwei zu Hause. Du bist Gracie. Du bist Duke. Genau so einen habe ich doch. Okay. Du bist Mischka. Wenn ich mir dann schon einen aussuchen könnte, dann würde ich den oder die nehmen. Keine Ahnung. Ist dann er oder sie, die Mischka. Der Mischka. Hallo nochmal. Ich kann mich ja überall bewegen, oder hat er mich abknallt? Verbrandsbuch, das kann ich mitnehmen. Die erste Überlebensregel lautet, nichts weglassen. Und trotzdem beschwerst du dich die ganze Zeit, dass ich irgendwas mitnehme. Okay. Wir haben ja nicht viel erreicht, ne? Aber sind die 20 Minuten so schnell schon vorbei? Was habe ich dann gemacht? Ich habe noch gar nichts gemacht.
Ich werde gleich mal die Aufnahme anschauen. Irgendwie habe ich noch gar nichts gemacht. Oder? Oh, hier draußen ist jetzt genauso beschissenes Wetter wie in echt hier draußen. Also die 20 Minuten sind irgendwie brutal schnell vorbeigegangen. Keine Ahnung. Ich habe doch gar nichts gemacht. Oder? Wenn dem auch sei. Ich tue bei diesem wunderschönen Wetter ja ungern den Part beenden, aber machen wir das. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allen fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.